Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Nachdem es letzte Woche erst einmal relativ gut gelaufen ist, wir unseren Retest bei XRP bekommen haben, hat dann leider die Stimmung wieder etwas nachgelassen. Wir sind nur wieder bis auf knapp 57 US-Dollar sind gekommen. Wir haben es nicht mal mehr hier oben in unseren Short-Bereich reingeschafft und wurden dann wieder... Abverkauft. Mittlerweile hängen wir so ein bisschen an unserem Support dran, der aber jetzt langsam aber sicher auch mal fallen könnte, wenn es so weitergeht. Das werden wir uns auf jeden Fall alles heute im Update-Video nochmal ein bisschen genauer angucken. Außerdem, was gibt es für aktuelle News bei XRP? Da werden wir uns auch mal ganz kurz einen Artikel durchlesen. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr nichts verpassen wollt, lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram, Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr XAP kaufen, traden oder sonst was machen wollt oder auch verkaufen wollt, wer weiß es schon da draußen, kann ich euch nur meine Partnerbörse Bingix empfehlen. Dort könnt ihr natürlich auch äh, ja alles andere traden wie Stocks, Forex etc. pp. So, jetzt aber rein in die Analyse, wie gesagt, momentan bei ungefähr 54 US-Dollar-Cent. Ihr könnt euch noch hier an diese Linie erinnern von letzter Woche, wo wir schon mal gezogen haben, die extrem wichtig war, hier um die 54 US-Dollar-Cent, hier lag der Pivot, den haben wir dann vorherige Woche, also die Woche davor, ähm, sehr, sehr stark nach oben hin verlassen können beziehungsweise hier am 15. Februar, ja doch mal vor knapp zwei Wochen. Sind wir nach oben hin ähm, durchgebrochen, hatten die Bestätigung und dann ging erstmal dieser Pump nach oben. Natürlich auch mit etwas ansteigendem Volumen. Daraufhin haben wir gesagt in der nächsten Analyse, okay, wäre ganz cool, wenn wir nochmal einen Rücksetzer kriegen auf diesem Pivot als Support, genauso ist es dann gekommen. Und daraufhin hätten wir eigentlich in Richtung 60 US-Dollar-Cent gehen müssen, um wenigstens etwas bullish zu sein. Der Markt hatte aber anscheinend gar keine Kraft mehr. Man sieht es auch hier unten am Volumen, das Volumen deutlich, deutlich dann hier zurückgegangen, auch mit dem Anstieg nicht mehr wirklich zufrieden. Und dann ging es wieder nach unten. Und jetzt hängen wir genau wieder an unserem starken Support bei 54 US-Dollar Cent. Und sollten wir diesen jetzt nicht verteidigen können, jetzt auch übers Wochenende und im Wiki-Close auch unter der Marke von knapp 54 US-Dollar Cent schaffen, gefällt mir das gar nicht. Und es sieht auch richtig, richtig beschissen dann aus für den weiteren Verlauf. Man muss ja auch dazu sagen, wir hatten diese Woche eine sehr, sehr starke Altcoin-Woche, was die Altcoins teilweise nach oben geschossen sind: 10, 20, 30 Prozent. Altcoin-Season haben wir noch nicht, da gehe ich noch nicht wirklich mit. Aber wenn man dann sieht, wie XRP einfach dann wieder performt oder überhaupt nicht wirklich performt, eher sogar den Rück Rückwärtsgang noch hier einlegt und dann auch mal so ein bisschen vergleicht so mit Bitcoin. Ja, Bitcoin geht ein bisschen nach unten, aber warum fällt dann XRP auch wieder so nach unten, muss man schon sagen, also zum Traden ist das Ganze überhaupt nicht schön und das schon seit Anfang des Jahres wirklich nicht schön. Wie geht es jetzt weiter? Wie gesagt, nachdem wir jetzt hier erstmal mal verkackt haben und äh, wir können uns auch hier mal ganz kurz das FIP-Level ziehen, um das auch mal hier nochmal ein bisschen erkenntlicher zu machen. Da sehen wir auch mit dem FIP-Level, ja gut, wir sind bis zum 0,786er gekommen und dann ging der Abverkauf nach. Also da ist schon ordentlich Schwäche da. Der Markt wollte nicht mehr nach oben gehen. Für uns jetzt die letzte Chance, sollten wir jetzt hier diesen Supportbereich halten und wir hatten ja hier schon mehrere Wicks hier auf knapp 53 US-Dollar-Cent. Ähm, sollte dieser Supportbereich hier halten oder wer das traden möchte, muss auf jeden Fall seinen Stop-Loss. Ich würde sogar sagen, hier bei knapp unter 53 US-Dollar-Cent legen. Das wären 2,2%. Ist mir oder ist mir momentan, ehrlich gesagt, ein bisschen so riskant bei XRP, solche Positionen einzugehen. Das wäre die einzige Chance, dass wir hier nochmal hochkommen in Richtung 60 US-Dollar-Cent momentan. Ansonsten gehe ich ganz stark davon aus, sollte die Woche hier wirklich negativ abschließen. War das hier unsere letzte, wirkliche bullische Bewegung oder unsere letzte Chance, hier nach oben hinzukommen. Und wir werden dann sehr, sehr wahrscheinlich dann abverkauft, hier nochmal in Richtung den Bereich von 50. US-Dollar-Cent. Wenn wir uns das Ganze mal auf den Daily-Timeframe angucken und uns das mal so ein bisschen hier sehen, wir haben natürlich noch unsere Abtrendlinie, die hier bei knapp 51 US-Dollar-Cent derzeit liegt, die haben wir das letzte Mal schon getestet, aber wenn wir uns jetzt mal so die ganze Struktur anschauen, seit wir unseren übertriebenen Pump hier oben auf 94 US-Dollar gesehen haben, wo jeder gesagt hat, yo, wir gehen jetzt Richtung 1 Dollar, Richtung 10 Dollar, Richtung 50 Dollar, was weiß ich was, seitdem ist der Chart nicht wirklich bullisch. Wir befinden uns hier ganz, ganz klar in einer Abwärtsbewegung. Wir schaffen keine höheren Hochs, keine höheren Tiefs mehr. Oder was die nächste Möglichkeit wäre, und das ist momentan die einzige Hoffnung, woran man sich als XRP-Investor momentan etwas ja, klammern könnte, wäre dieses übergeordnete ja, Symmetrical Triangle. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so seht. Das wäre so circa das Symmetrical Triangle, wenn wir das mal so einzeichnen. Mit einem Output, je nachdem, wo wir eben hier ausbrechen, von über einem Dollar. Es gab auch noch andere Symmetrical Triangle, wenn wir uns ähm, die habe ich dann auch schon gesehen, dass man hier einfach die Linie noch weiter zieht, aber das ist meiner Meinung nach absolut übertrieben. Davon gehe ich momentan einfach nicht aus. Das kurzfristige für mich, ehrlicherweise, also dieses hier auf Daily-Sicht, zieht ein bisschen mehr, weil es ein bisschen akkurater ist, weil die Wicks ein bisschen besser dazu passen. Das wäre eine Möglichkeit, dann wäre das Ziel auch bei über einem Dollar, aber dafür ist es ehrlich gesagt jetzt noch ein bisschen zu früh, erstmal hier die Konsolidierung, die kann theoretisch noch bis März andauern oder sogar noch ein bisschen noch länger, je nachdem wie man hier die Wicks verbindet, also muss man auch extrem vorsichtig sein, für mich sieht das Ganze momentan charttechnisch überhaupt nicht bullisch aus, ich muss mir erst das Gegenteil bewiesen werden und wenn dieses Breakout nach unten hinkommt, habe ich euch schon mal gesagt, dann gehe ich immer noch davon aus, dass wir in Richtung 42 US-Dollar-Cent runter abkacken, das auf jeden Fall. So, dann mal ganz kurz zu den News, was ist passiert. Ähm, der XRP-Kurs ist am Donnerstag unter 55 Dollar Cent gefallen. Ja gut, ist nichts Neues. Äh, Sowohl Ripple als auch die SEC arbeiten an Schriftsätzen. Der 13. März ist die nächste wichtige Frist im zwischen der SEC und Ripple. Das Gericht wird bis zum 29. April die Strafen für Ripples institutionelle, institutionelle XRP-Verkäufe festlegen. Ja, also das sind die nächsten wichtigen Termine. 13. März. 12. April, 29. April, letzter Termin für Abhilfemaßnahmen. Und danach könnte entschieden werden, wenn ich das jetzt so richtig ja, gelesen habe, ob das dann alles nochmal vor eine richtige Klage kommt. Also, ob sich das Ganze noch länger zieht. Das heißt, der 29. April wird euch wahrscheinlich auf YouTube wieder extrem angehypt. Am Ende passiert gar nichts und es wird wieder einen neuen Termin geben. Es kann was passieren. Dann können wir uns auch gerne über das bullische Preistarget hier von 1 Dollar äh, ja, unterhalten. Aber vorher. Vergesst es. Ich glaube nicht, dass da etwas Extremes passieren wird in diesen nächsten vier bis acht Wochen. Das müssen wir mal überlegen, es sind noch acht Wochen bis zu dem 29. April. Schauen wir mal, was da noch so passiert oder ob wir bis dahin nochmal in Richtung 42 US-Dollar-Cent Und was ihr auch nicht vergessen dürft: Bitcoin kann jederzeit eine Korrektur machen, da wird auch XRP nicht verschont bleiben. Also. Passt einfach auf, Long Position würde ich momentan nicht eingehen. Wie gesagt, in den kleineren Timeframes habe ich eigentlich gehofft, dass wir hier oben unsere Short Position bei 60 US-Dollar Cent noch kriegen. Vielleicht kommt es noch äh, in den nächsten Tagen. Aber ansonsten würde ich hier erst einmal ein bisschen die Füße stillhalten und einfach den Markt sein lassen. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Start in das Wochenende. Um 12 Uhr ähm, kommt die neue Podcast-Folge Crypto and More. Oder ist, weiß ich, ich weiß nicht, wann das Video online kommt, aber ist auf jeden Fall auf Spotify und allen anderen Portalen online. Also genießt diese Folge. Und ansonsten würde ich sagen, schönes Wochenende euch allen. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join. Und dann war es das von mir für den heutigen Tag. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.